Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Ashrafil Mursalin, ala Nabiyyina Muhammadin, wa ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ich bezeuge, es gibt niemanden, der mit Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Ich heiße meine Geschwister herzlich willkommen zu diesem Vortrag. Und inshallah werden wir weitermachen in der Vortragsreihe, wo wir über wichtige Hadithe sprechen und unsere Religion lernen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Les Algériens. Mashallah. Ja, inshallah werden wir heute über einen Hadith sprechen, der auch wichtig ist. Ich habe eigentlich gerade noch überlegt, über welches Thema ich spreche. Und eigentlich war ich mir nicht sicher, ob ich weiter spreche über diese wichtigen Hadithe, wo wir alle etwas lernen können davon und die wichtig sind, dass man die behandelt und damit man einen festen Glauben in seinem Herzen hat und das mit sich in seinem Leben immer mit sich hat und mit sich trägt, bis man diese Dunya verlässt. Und dann wollte ich aber ehrlich gesagt auch eigentlich über Ramadan sprechen, die Vorbereitung von Ramadan und dass wir uns alle inshallah gegenseitig motivieren, wie wir Ramadan empfangen und was wir so Ramadan machen und besonders auch Ramadan zu dieser Corona-Zeit, ja, dass es natürlich ein bisschen anders aussieht, ohne Moschee und mit Quarantäne etc. Aber ich denke, ich mache inshallah einfach mal erstmal mache ich einen Hadith inshallah und wir reden etwas über einen Hadith und dann können wir ja schauen, wenn ich nicht allzu lang mache, aber eigentlich ist es ja bei mir üblich, dass ich zu viel rede und wenn ich inshallah nicht zu lang machen sollte, dann können wir vielleicht danach über ein anderes Thema noch sprechen. Barakallahu fikum und jazakumullahu khairan. Also erstmal, liebe Geschwister, behandeln wir heute den fünften Hadith und der fünfte Hadith ist ein Hadith der wurde überliefert von Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma. Und er ist authentisch überliefert bei Bukhari und Muslim. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in diesem Hadith: Bunya al-Islamu ala khamsin. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqami al-salah wa ita'i al-zakah wa hajju al-bayti wa sawmu Ramadan. Und er hat diese Hadithe mit den fünf Säulen des Islams. Sie werden überliefert, manchmal, es gibt die Überlieferung, wo Saum vor der Hajj kommt oder andere, wo die Hajj vor dem Saum kommt. Ja, die Pilgerfahrt vor dem Ramadan und in anderen Überlieferungen, wo Ramadan zuerst kommt und dann die Hajj als letztes steht. Wa hajjul bayti liman istata'a ilayhi sabila. Ja, in manchen Hadithen steht auch so. Also gibt es verschiedene Überlieferungen, definitiv aber hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, dass in diesem Hadith sagte er, der Islam ist gebaut auf fünf Säulen. Ja, auf fünf Säulen. Shahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Dass man bezeugt, dass niemand mit Recht angebetet wird außer Allah. Und dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs ist. Und dass man das Gebet verrichtet und die Zakat entrichtet, dass man die Pilgerfahrt macht, ja, dass man pilgert nach Mekka und dass man den Monat Ramadan fastet. Dieser Hadith, liebe Geschwister, ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass so ziemlich jeder Muslim auf dieser Erde diesen Hadith kennt. Ja? Und das ist ein Hadith, den wir alle eigentlich yani sozusagen auswendig können und kleine Kinder schon im Kindergarten oder in der Grundschule in islamischen Ländern zumindest lernen. Aber es ist ein wichtiger Hadith, liebe Geschwister, dass wir ein bisschen tieferes Wissen darüber haben. Und ganz besonders ist ein Wissen, dass wir behandeln und dass wir lernen und dass wir verinnerlichen und versuchen, in die Tat umzusetzen und darauf sehr, sehr groß Acht nehmen. Ja, sehr, sehr groß Acht nehmen. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Bunya al-Islam. Der Islam ist aufgebaut auf diesen fünf Säulen. Er ist aufgebaut. Das sind die Säulen des Islam. Ja, und das bedeutet, liebe Geschwister, was? Das bedeutet, dass diese Säulen,
ja, dass mit denen nicht gespielt werden kann. Ja, das heißt, es kann sein, dass ein Muslim Fehler macht, es kann sein, dass ein Muslim Fehler macht. Es kann sein, dass ein Muslim sündigt, es kann sein, dass ein Muslim sündigt. Es kann sein, dass ein Muslim die Sünde wiederholt und wiederholt und wieder Tauber macht und wiederholt und wieder Tauber macht. Alles kann sein. Ja, das ist, alles ist möglich und alles ist mehr oder weniger normal. Ja, dass man Schwächen hat, der eine der eine raucht, der andere lästert, der andere macht dieses oder jenes und der andere macht wieder Tauber und der andere ist spielsüchtig. Ja, niemand kann und man ist einfach so. Allah hat uns schwach erschaffen. Allah sagt im Koran, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Und der Mensch wurde schwach erschaffen. Ja, der Mensch wurde schwach erschaffen. Aber es kommt auch immer auf den Menschen selbst an. Ja, weil Allah also sagt über den Shaitan, ja, weil manche sagen, ja, ich kann nichts dafür, der Satan hat mich gepackt und der Satan ist zu stark. Ja. Allah sagt über den Shaitan, inna kayda ash-shaytani kana da'ifa. Der Plan, ja, der Plan vom Shaitan, vom Satan, der ist schwach. Ja. Und Satan kann nur Macht haben, wenn wir selber schwach sind oder wenn wir kein Ikhlas haben. Ja. Weil Allah Azza wa Jalla hat sonst diese Menschen, die Ikhlas, die aufrichtig sind, Allah hat die ausgeschlossen, dass der Shaitan keine Macht über sie hat. Ja, und generell, der Shaitan, was wir alle natürlich wissen müssen, liebe Geschwister, der Shaitan ist nichts anderes, außer ein Geschöpf von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, es ist ein Geschöpf von Allah, so wie dieser Virus ein Geschöpf ist und wie ein Esel ein Geschöpf ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Satan hat nicht mehr und nicht weniger Macht. Ja, aber Allah also hat ihn erschaffen, um uns zu prüfen. Ja. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir was verstehen? Dass wir das Konzept der fünf Säulen des Islam verstehen. Und wenn wir das verstehen und verinnerlichen und darauf Acht nehmen, ja, darauf Acht nehmen, liebe Geschwister, das ist das Paradies. Und die ganzen Taten im Islam, die sind eigentlich gebunden, ja, fest gebunden an diesen fünf Säulen. Alles, was man macht im Islam, ja. Alles, was man macht im Islam, alles, was wir so kennen, alles, was wir oft tun. Ja? Erstmal ist das das Allerwichtigste, was Allah von uns verlangt. Und es gibt ein Hadith vom Prophet Muhammad, wo er sagte, im Hadith al-Qudusi, das ist ein Hadith Qudusi, wo Allah subhanahu wa ta'ala spricht, wo der Prophet Muhammad sagte, dass Allah azza wa jalla sagt, es gibt nichts, was meine Diener machen, was mir lieber ist, als das, was ich ihnen auferlegt habe, was Pflicht ist im Islam, wozu ich sie verpflichtet habe. Es gibt nichts, was ich mehr liebe. Und es gibt nichts, womit sie mir näher kommen können, als das, was ich zur Pflicht gemacht habe. Ja? Das ist ein Konzept im Islam, was sehr, sehr wichtig ist. Ja? Das heißt, die Pflichten sind an allererster Stelle. Und wenn die Pflicht ruft, dann zählt auch nicht in dem Augenblick die freiwillige Tat. So wie zum Beispiel beim Gebet. Ja? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte was? Er sagte im Hadith Sahih, es gibt kein Gebet, wenn das Pflichtgebet zum Pflichtgebet gerufen wurde. Wenn gerade das Pflichtgebet, Fard, ja, das Pflichtgebet, was Wajib ist, oder Fard, je nachdem, welches Wort man nimmt, dann darf man auch nicht gerade in dem Augenblick dann einfach Sunnah beten, ja, freiwilliges Gebet verrichten. Ja, wenn die Pflicht ruft, die Pflicht ist die Pflicht. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel diese Aussagen von den Gelehrten, beispielsweise, wenn einer ein freiwilliges Gebet verrichtet oder etwas anderes macht im Islam, was eine Sunna ist, optional, also freiwillig, ein freiwilliges Gebet oder eine freiwillige Tat macht, ja, und im gleichen Augenblick dann zum Beispiel die Mutter oder der Vater ruft, sie Hilfe brauchen oder sie rufen und sie verlangen von dir, dass du kommst, dann brichst du dann dein freiwilliges Gebet ab und gehst zu deiner Mutter oder zu deinem Vater. Weil ihnen zu gehorchen ist Pflicht, dieses Gebet zu verrichten ist freiwillig. Ja? Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir verstehen das Konzept von Pflichten. Ja? Das eine, Allah Azza wa Jalla hat dich erschaffen. Du bist nur ein Diener von Allah, du bist ein kleines Geschöpf, du bist sein Knecht, sein Sklave, ja? Du bist seine Schöpfung, du bist sein Besitz. Ja, Allah Azza wa Jalla, du bist der Besitz von Allah, du bist Besitz von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Du gehörst Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen hast du zu tun, was er hat dich erschaffen und er versorgt dich und er kümmert sich um dich. Er macht alles, deswegen du musst ihm gehorchen. So wie wenn beispielsweise, ja, ein kleineres Beispiel,
was das nur uns erklärt ein bisschen. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Und das beste Gleichnis ist bei Allah Azza wa Jalla. Das nur, um das zu erklären. Stell dir vor, du hast einfach nur Angestellte. Ja, du hast Angestellte, du bezahlst sie gerecht oder sogar gut. Ja, aber sie machen ihre Arbeit nicht. Ja, sie machen ihre Arbeit nicht. Du bezahlst sie. Die kommen jetzt zu dir, die arbeiten ihre 8 Stunden, die arbeiten ihren Monat, du zahlst ihnen ihre 2.000, 3.000 Euro, was auch immer, oder mehr oder weniger, aber du zahlst sie. Aber sie machen diese Arbeit nicht. Ja? Wärst du damit zufrieden? Wärst du mit deinen Mitarbeitern zufrieden? Würdest du die haben wollen? Wärst du glücklich? Würdest du ihnen einen Bonus geben? Ganz bestimmt nicht. Ja, ganz bestimmt nicht. Weil du bezahlst sie. Und du bezahlst sie ja nicht einfach aus Spaß. Die sind ja Angestellte. Stell dir mal vor, es sind nicht nur Angestellte, sondern es ist dein Besitz. Ja? Stell dir mal vor einfach, du hast Kinder und deine Kinder hören nicht auf dich. Und die machen überhaupt nicht, was du willst. Und die hören nicht und die machen einfach gar nichts. Rein gar nichts von dem, was du ihnen sagst. Inwieweit wirst du mit ihnen zufrieden sein und glücklich sein? Ja, über ihr Verhalten, über ihre Ungehorsamkeit etc. Stell dir vor, du besitzt etwas. Etwas gehört dir. Du hast es erschaffen. Ja? Wir können uns das nicht vorstellen, weil es ist nicht in unserer Vorstellungskraft. Ja? Beispiel vielleicht, was es heutzutage jetzt so nicht mehr gibt, aber damals auf dieser Erde gab, du hast einen Sklaven, du hast ihn gekauft, er gehört dir. Ja? Auch wenn viele von uns jetzt damit nicht klarkommen, mit diesem Konzept, ne, weil wir das nicht kennen und das sich so anhört, als wäre das, ne, wie auch immer. Aber etwas ist dein Besitz, ja, und diese Person oder du, ja, oder wie mit den Angestellten zum Beispiel, und die hören einfach nicht auf dich. Die machen nicht, was sie tun sollen. Ja, niemand wäre zufrieden damit. Und deswegen, liebe Geschwister, barakallahu fikum, ist das wichtig für uns, dass wir dieses Konzept verstehen der Pflichten. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erschaffen. Wir müssen ihm dienen. Allah azza wa jalla, durch seine Barmherzigkeit und durch seine Gnade, er hat für uns vorbereitet als Belohnung, ja, das Paradies, wenn wir ihm gehorchen, wenn wir diese Pflichten erfüllen. Aber liebe Geschwister, wir müssen verstehen, dass wir verpflichtet sind, Allah anzubeten und Allah anzuflehen und Allah zu dienen und zu beten und zu fasten und zu spenden und. Auch wenn es kein Paradies gäbe, auch wenn es keine Belohnung dafür gäbe. Wenn es keine Belohnung dafür gäbe. Wenn Allah also dich ja gar nicht belohnen würde im Jenseits, subhanallah, es gäbe gar kein Paradies, so müsstest du das Gleiche tun. So wärst du dazu verpflichtet. Ja? Und es ist ja im gleichen Augenblick eine Ehre, ein Diener von Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Ja? Ein Diener zu sein von Allah ist eine Ehre und eine Auszeichnung. Ja? Das ist subhanallah. Aber wir müssen nur verstehen, dass das, auch wenn es so wäre, dass es gar kein Paradies gäbe und keine Belohnung gäbe, du musst Allah azza wa jalla anbeten, weil er hat dich erschaffen. Er hat dich thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma yumitukum, thumma ilayhi turja'un. Ja? Allah azza wa jalla hat was gemacht? Allah hat dich, du warst tot, ja? Bevor er dich erschaffen hat, wo warst du? Du warst eine tote Materie. Du warst tot, dann macht er dich lebendig, dann stirbst du und dann macht er dich wieder lebendig. Ja, deswegen haben wir zweimal tot, also zwei Leben und zweimal tot. Ja, so ist unser, und danach gibt es nichts mehr. Ja, wir haben zweimal sind wir tote Materie, ja, sozusagen tot, und zweimal haben wir Leben. Ein Leben in Dunya und ein Leben im Jenseits. So, alleine weil er dich erschaffen hat und du warst nicht da, du warst tote Materie, keiner kannte dich, du warst ein Nichts. Ja, und dann hat er dich ins Leben gerufen. Und dann hat er dich versorgt. Und dann hat er dich geehrt. Und dann hat er dich beschützt. Und er hat dich großgezogen mit seinen Gnaden. Mit seinen Gnaden, mit der Gesundheit. Mit Eltern, mit Familie, mit Licht, mit Tag und Nacht. Und. Unzählige Gnaden. Subhanallah. Deswegen, wir sind dazu verpflichtet, Allah anzubeten. Selbst wenn es kein Jinnah und kein Nar gäbe. So, und deswegen, liebe Geschwister, aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns, Allah also wollte und will und wollte das Gute für uns und hat uns deswegen, um es uns noch schmackhafter zu machen und um die Menschen zu ehren, ja, um die Menschen zu ehren und die Menschen aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit heraus, hat er für dich eine Belohnung,
Ja, eine unglaubliche Belohnung. Wallahi, diese Belohnung, wenn man über das Paradies denkt, hey, du wirst verrückt. Dieses Konzept Paradies, was man dort lebt und wie man dort lebt und wie lange man dort lebt, etc., das ist einfach, das ist verrückt. Wallahi, komplett verrückt. Das Konzept, vom Höllenfeuer befreit zu werden, und es gibt einen Höllenplatz, und es gibt keinen dritten Ort, ja, außer Al-A'raf. Ja, die siebte Sura des Koran ist Al-A'raf, die Höhen. Es ist ein Ort sozusagen zwischen Paradies und Hölle, ja, für die Leute, die gute Taten, schlechte Taten genau gleich haben. Ja, und am Ende des Tages kommen sie wohin? Durch seine Barmherzigkeit ins Paradies. Ja, das steht direkt in den Anfangsseiten von Surat Al-A'raf. Ja, aber es gibt keinen dritten, es gibt keinen anderen Aufenthaltsort im Jenseits außer Paradies und Hölle. Nur Jannah und Jahannam. Und zwar für die Ewigkeit. Ja? Und deswegen, liebe Schwester, alleine dieses Konzept zu verstehen, entweder du kommst ins Paradies, wenn du nicht ins Paradies kommst, du kommst in die Hölle. Und über die Hölle nachzudenken, über die Hölle zu lesen im Koran, in den Hadithen des Propheten Muhammad sallam, wenn du siehst, was dort abgeht. Ich stelle euch mal vor, nur hier in dieser Dunya, einem geht es hier schlecht. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sind einfach krank. Die haben einfach Krankheiten. Ja? Es gibt Leute, die sind einfach unterdrückt. Es gibt Leute, die haben einfach Armut, extreme Armut. Es gibt Leute, die leben dieses Leben hier in Dunya, in solchen, in Leute zum Beispiel im Rollstuhl. Leute, die zum Beispiel, ja, psychisch vielleicht, es gibt viele verschiedene, subhanallah, stell dich mal nur vor, so ein Leben zu führen in Dunya, da würde jeder von uns, wenn er sich so ein Leben anschaut, nee, dann lieber gar nicht leben. Ja? Subhanallah, die Leute im Höllenfeuer, eine Sekunde im Höllenfeuer, dass dieses Leiden, was du hier in Dunya hast, würde dir vorkommen wie Paradies. Krank zu sein in Dunya, Schläge zu kriegen in Dunya, was weiß ich, wirklich gefoltert und vergewaltigt zu werden und Krankheiten zu haben, das ist wie Paradies, das ist einfach unglaublich. Und deswegen, liebe Schwester, Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Paradies geschrieben, hat dieses Paradies erschaffen. Ja? Khalaqaha biyadayhi, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla hat das Paradies, ja, oder den Garten Eden, Jannatu Adn, mit seinen eigenen Händen erschaffen. Subhanallah. Ja, subhanallah. Ja, und deswegen, liebe Schwester, ist es sehr, sehr wichtig für uns, dass wir wissen, dein Ticket zum Paradies ist dieser Hadith, diese fünf Säulen des Islam. Das sind die Säulen des Islam. Und Islam, das ist dein Eintrittskarte fürs Paradies, für das ewige, für den ewigen Frieden, für das ewige sozusagen Chillen, für das ewige, für den ewigen Luxus. Ewig, das hört niemals auf, subhanallah. Ja? Und wir haben etwas über das Paradies gesprochen. Und Allah, ich habe nicht. Ja, nee, man kann in einem Vortrag nicht über das. Habe ich wieder versucht, einen Bruder anzurufen wieder. Ja, subhanallah. Wie auch immer, liebe Geschwister, auf jeden Fall ist das wichtig, liebe Geschwister, dass wir verstehen, diese Pflichten müssen wir erfüllen. Und zwar unser Leben lang. An diesen Pflichten gibt es nichts zu rütteln. Mit diesen Pflichten kann man nicht spielen. Du kannst hier oder da mal einen Ausrutscher haben. Einen Ausrutscher haben, mal hier eine Sünde machen. Wir machen alle Sünden. Ja? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, was im Hadith Sahih? Kullu bani Adam khatta, wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Ja? Alle Söhne Adams, alle Menschen machen Fehler. Und die Besten unter denjenigen, die Fehler machen, sind die, die wieder zurückkommen, die Tauber machen, die Allah um Vergebung bitten. Auch wenn sie es wieder danach machen, sie machen wieder Tauber und bitten Allah wieder um Vergebung. Ja? Aber man macht Fehler hier oder da. Aber liebe Geschwister, eine Sache müssen wir uns hier fest in unserem Kopf haben, in unserem Herzen. Und das müssen wir wirklich in uns, ja, in uns eingravieren, in uns, ja, Allahu a'lam, ich weiß nicht, das muss man inhalieren, das muss man in seinem Herzen festhaben. Mit diesen fünf Säulen des Islam, da wird nicht gespielt, da kann man keine Ausrutsche haben. Ja? Wer da einen Ausrutscher hat, der spielt wirklich mit dem Höllenfeuer. Ja? Der spielt mit Jahannam. Mit diesen Sachen, jeder macht Sünden. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr keine Sünden macht, Allah wird euch vernichten und ein anderes Volk erschaffen, die Sünden machen und Tauba machen. Die Sünden machen und Allah um Vergebung bitten. Das heißt, Sünden machen ist einfach, das gehört, wir können nicht anders. Warum? Weil das zeigt,
unsere Schwäche. B. Es zeigt die Vollkommenheit des Unfehlbaren. Allah subhanahu wa ta'ala, der keine Fehler macht. Ja? Das heißt, das Konzept von Sünden machen und Fehler machen, Allah hat das so gewollt. Ja? Warum? Weil dadurch macht sich was deutlich. Es macht sich deutlich, dass wir schwach sind und dass Allah azza wa jall stark ist. Dass wir schlecht sind oder Schlechtes in uns haben oder ausrutschen können und Fehler machen und im gleichen Augenblick, dass unser Schöpfer aber, dass er vollkommen ist und fehlerfrei ist. Ja? Aus diesem Konzept, welches verstehen wir noch von diesem Konzept? Wir verstehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Namen und Eigenschaften hat. Namen und Eigenschaften wie zum Beispiel Al-Ghafur, derjenige, der vergibt. Al-Ghaffar, derjenige, der immer wieder vergibt, der gerne vergibt, ja? Die Sünden vergibt. Das sind seine Namen und Eigenschaften. Al-Afu, ja? Diese ganzen Namen und Eigenschaften, die werden erst dann, kommen sozusagen erst dann, Allah, also das sind sowieso Eigenschaften, die so zu seiner Essenz, ja? Zu seinem Wesen gehören. Zu Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinem Wesen gehören. Zu seiner Dhat gehören. Aber wie machen sie sich bemerkbar? Indem Allah subhanahu wa ta'ala das macht. Allah vergibt und er vergibt immer wieder und er vergibt immer wieder. Ja, sein Name und seine Eigenschaften, diese Attribute, sie kommen dann zum Vorschein, weil er das macht. Allah subhanahu wa ta'ala ist Al-Khaliq und er ist Al-Khalaq. Er ist der Schöpfer und er ist der Schöpfer, der immer wieder neu erschafft. Neue Kreaturen erschafft. Immer wieder neue Menschen und Tiere und neue Arten, ja, und neue, alles Mögliche. Er schafft in den Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Ja, und das gehört auch dazu. Und deswegen, liebe Geschwister, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt, aber worauf ich hinaus wollte, dein Ticket zum Paradies, dein Schutz vor Jahannam hat einfach damit zu tun, mit diesen fünf Säulen. Ob du diese fünf Säulen bewahrst, daran festhältst, sie praktizierst, sie verinnerlichst, sie verstehst, mit denen gibt es kein Spiel. Ja? Und da fangen wir an mit der Shahada, was den Tawhid beinhaltet. Ja? Dass man den Tawhid versteht. Ja? Nichts und niemanden zu verehren, wie man nur Allah verehrt. Ja? Nichts und niemanden zu verehren, wie man nur Allah verehren darf. Nichts und niemanden zu lieben und zu fürchten, wie man nur Allah lieben und fürchten darf. Ja? Nichts und niemanden eine Ibadah, eine Anbetung, ja, widmen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das bedeutet La ilaha illallah. Ja, mit all dem, was dazugehört. Al-Ikhlas und so weiter und so fort. Al-Mahabba, Al-Khawf und so weiter und so fort. Das gehört alles dazu. Und dann, liebe Geschwister, die anderen und diese Tawhid, diese Shahada, ist was? Ist eine Sache, die man im Herzen ist. Eine Ibadah im Herzen. Ja? Und eine Ibadah, die man auf der Zunge hat. Das heißt, eine Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, diese Shahada, dieses Glaubensbekenntnis, es ist im Herzen und es muss im Herzen sein. Ja? Aber nicht nur im Herzen. Es muss auch auf der Zunge sein. Ja? Und deswegen dieser Lafz, ja, es auszusprechen, wenn du zum Beispiel Muslim wirst oder wenn du zum Beispiel betest und wenn du Hajj machst und wenn du Umrah machst und wenn du egal, was du machst, ist immer die Shahada dabei, die Talbiya dabei. Ja? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. La sharika bedeutet la sharika lak bedeutet la ilaha illallah. Ja? Du hast es keinen Sharik, du hast niemanden, der mit dir oder neben dir angebetet werden darf. ja? Also man hat es im Herzen, man spricht es aus mit der Zunge und die anderen vier Säulen, man praktiziert diese Shahada mit seinen Körperteilen. Du praktizierst La ilaha illallah mit dem Gebet. Du praktizierst La ilaha illallah mit dem Fasten. Du praktizierst La ilaha illallah, dieses Glaubensbekenntnis, mit der Zakat, mit deinem Geld. Du praktizierst La ilaha illallah, indem du Hajj machst. Ja? Du praktizierst La ilaha illallah, indem du fastest. Du praktizierst La ilaha illallah, indem du gut zu deinen Eltern bist. Du praktizierst La ilaha illallah, indem du einen schönen Charakter hast. Indem du großzügig bist, indem du nicht geizig bist, indem du nicht gierig bist, indem du nicht lügst, indem du nicht betrügst, indem du nicht lästerst und so weiter und so fort. Ja? Darin ist alles, La ilaha illallah, ist in all unseren Taten, in all unseren Akhlaq beinhaltet. Ja? Dann, liebe Geschwister, diese vier Säulen, ja, die man
praktizieren muss. Also La ilaha illallah ist sowieso in allem drin. Es ist, muss hier drin sein, es muss auf der Zunge sein und es ist in allen Taten beinhaltet. Weil jede Tat, wenn du sie nicht für Allah machst, ja, wenn du betest, aber du betest, damit die Leute dich sehen und du glaubst gar nicht an Allah. Jahannam, Höllenfeuer, ganz einfach. Ja, das war, diese Tat war nicht für Allah und du bist, du, dann ist ja gar nicht auf Glaube aufgebaut. Deswegen all die Taten, die man dann macht, Zakat, Hajj, alles, du musst alles für Allah machen. Diese Ibadah ist wem gewidmet, für wen machst du das? Für deinen Schöpfer. Ja, weil du es machen musst und weil du ihn liebst und weil du dich bei, dir, bei ihm bedankst. Ja, du bedankst dich mit dem Gebet bei Allah, du bedankst dich bei Allah mit Fasten, du bedankst dich bei Allah mit dem Spenden, mit Zakat, du bedankst dich bei Allah mit Hajj. Ja, das ist alles Dank, den du sprichst an Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du, wenn du die Hajj machst oder die Umrah machst, was sagst du? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ja, sagst innal hamda. Ja, der ganze Dank, der ganze Dank, die Lobpreisung gebührt dir, O Allah. Ja? Gebührt dir. Und deswegen, man dankt Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Gebet und mit allen den Taten, die wir machen, ist Dankbarkeit. Shukr lillah azza wa jal. Ja, in jeder Ta'a ist das. Und dann, liebe Geschwister, wollte ich vielleicht ganz kurz in jedes Einzelne, über jedes Einzelne, aber wirklich nur kurz sprechen, weil normalerweise, ich sage euch ehrlich, wie auch bei dem Hadith von Jibril, wenn wir diesen Hadith ja, wirklich genau unter die Lupe nehmen, man muss viele Vorträge halten. Ja, man kann über diesen Hadith kann man 5 Vorträge halten, dass man über jedes Einzelne spricht, aber bei Allah, man kann über diesen Hadith eine Vortragsreihe machen, wo man 20, 30, 50 Vorträge macht. Nur dieser Hadith, um den richtig, ja nie, wie die Gelehrten gemacht haben, jedes einzelne Wort und was das alles beinhaltet und was beinhaltet As-Salat und As-Sawm und so weiter und so fort. Ja? Und die Shahada und so weiter und so fort. Ja, da kann man wirklich viele. Aber wir wollen inshallah versuchen, damit wir auch andere Themen inshallah auch mal behandeln, habe ich gedacht und wie im letztens schon gesagt, dass ich versuche inshallah das alles ein bisschen, sage ich mal, zusammenzufassen, damit wir inshallah alle einfach nur diese Nutzen davon nehmen und dann weitermachen inshallah. Also liebe Geschwister, nach der Shahada wa iqami as-salah, das Gebet zu verrichten. Bevor ich inshallah mit den 4 anfange, mit den anderen 4, wollte ich euch auch nur sagen, auch noch sagen, dass alle Taten, die wir machen, liebe Geschwister, ja, von Gebeten, Spenden, Umrah und Fasten, freiwilliges Fasten, alles, was wir sonst machen, ja, alles, was wir sonst machen, sind eigentlich Zweige von diesen Arkan. Ja, das sind Zweige von diesen Säulen des Islam. Weil der Islam ist auf diesen Säulen aufgebaut. Ja, und das sind die Säulen, wie ein Baum. Ja, aber dieser Baum hat auch Zweige. Diese anderen Taten, die wir machen, zum Beispiel, was das Gebet angeht, wir beten zum Beispiel, viele von uns beten zum Beispiel Sunna-Gebete. Ja, Ar-Rawatib, diese 12 Raka'ats, die man immer vor oder nach den Gebeten verrichtet. Salat al-Duha, was wir verrichten. Salat al-Witr, Salat al-Istikhara, Salat al-Istisqa, Salat al-Kusuf, al-Khusuf, welche noch zum Beispiel. Ja? Diese ganzen Gebete, die wir verrichten, Salat al-Tarawih, diese ganzen Gebete sind Zweige von dieser Pflicht, 5-mal am Tag zu beten. Ja? Von dieser Pflicht, 5-mal am Tag zu beten, alles andere sind Zweige davon. Ja? Die Sadaqa, die wir geben, hier rechts, links, hier an einem Bettler mal was, da mal einen Brunnen bauen, hier mal ja, irgendwie Sadaqa geben in der Moschee und so, das sind alles Zweige von der Zakat. Ja? Es geht eigentlich um die Zakat. Das ist die Pflicht, das ist das oberste Prinzip im Islam. Du musst deine Zakat entrichten. Ja? Und genauso auch das Fasten. Wir fasten mal 3 Tage Vollmond, wir fasten mal Ashura oder Yom Arafah oder Som Dawud, ja, die verschiedenen 6 Tage von Shawwal etc. Diese ganzen freiwilligen das ganze freiwillige Fasten basiert auf das Fasten von Ramadan. Das sind Zweige von Ramadan. Ja? Und zuerst, bevor Ramadan verpflichtet wurde, gab es auch dieses Fasten, war nicht Pflicht war. Weil Ramadan gab es noch nicht. Ja, in dem Sinne, bevor Ramadan zur Pflicht gemacht wurde, vorher war es nicht diese Pflicht. Ja? Es war viel, viel weniger. Ja? Und danach kam erst der nächste Vers, wie wir
wissen von Surat al-Baqara. فمن يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ja, Ayyamin Ma'dudat. Aber wir kommen schon gleich dazu. Ja, das wollte ich euch auch noch mitteilen, dass alles andere, diese ganzen Taten, die wir machen in unserem Leben, das sind eigentlich alles Zweige von dem Konzept, die fünf Säulen des Islam. Ja? Und alles, was wir sonst machen, auch zum Beispiel Allah zu gedenken, Koran zu lesen, diese ganzen Sachen, die sind ja beinhaltet. Ja, die beinhalten diese fünf Säulen. Die fünf Säulen, wie machst du? Wie machst du die Shahada? Ist eine Art von Dhikr. Ja, wie machst du das Gebet? Das Gebet besteht aus Dhikrullah. Du liest Koran, du preist Allah, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Das ganze Gebet beinhaltet, ja, beinhaltet Dhikrullah. Ja, die Hajj, wenn du in der Hajj bist, du machst Talbiya, ja, du machst Talbiya, Labbaik Allahumma Labbaik, wenn du von dem Stein zu dem Stein gehst, sagst du, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Du sagst bei Yawm Arafah die Dua, die Azkar, es beinhaltet Dhikrullah. Ja, es beinhaltet alles, immer diese Sachen. Ja, und alles sind, wie gesagt, Zweige von den Säulen, die wir haben im Islam. Zum Gebet, liebe Geschwister, ich glaube, ich habe oft über das Gebet gesprochen, deswegen will ich auch nicht dazu tief ins Detail gehen. Aber was sehr, sehr wichtig ist, liebe Geschwister, dass wir wissen von den fünf Säulen. Ja, die allererste Säule, ohne bist du kein Muslim. Die erste Säule, dieses Glaubensbekenntnis, ja, die Shahada, ohne kannst du kein Muslim sein. Danach, die allergrößte Pflicht von allen Menschen, ja, ist das Gebet. Und das wissen wir alle. Es ist die direkte Verbindung eines Menschen mit seinem Schöpfer. Es ist dein WLAN. Ja? Wenn du kein Gebet hast, deine Connection, dein wie nennt man das? Ja? Connection auf Deutsch? Deine Beziehung zu Allah Azzawajal ist unterbrochen. Deine Verbindung, du hast keine Verbindung zu Allah. Barakallahu fik, die Verbindung zu Allah. Derjenige, der nicht betet, er hat keine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Der hat die Verbindung, genau wie dein Internet, dein WLAN. Ja? Ist es abgebrochen, ist das Kabel draußen? Ist Kabel draußen, halas. Du kannst nicht mehr online gehen, du kannst nicht mehr benutzen, anrufen, WhatsApp oder was auch immer. Warum? Weil deine WLAN, weil deine Verbindung ist abgebrochen. Derjenige, der nicht betet, er hat die Verbindung mit Allah subhanahu wa ta'ala abgeschnitten. Ja? Du bist mit Allah subhanahu wa ta'ala hast du abgeschnitten. Ja? Du hast einfach hier, möge Allah bewahren. Aber das ist das, was passiert, wenn man mit dem Gebet, wenn man das Gebet nicht verrichtet. Deswegen, liebe Geschwister, as-salah. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, seine letzten Worte, ja, seine letzten Worte, bevor er starb, in seiner letzten Khutbah, die er gemacht hat, Khutbah al-Wada', ja, die Abschiedspredigt in seinen letzten Tagen und Zeit auf dieser Erde, sagte der Prophet Muhammad s.a.w. und auf seinem Sterbebett, ja, es war das Gebet, as-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum, das Gebet, ja, das Gebet, warum? Weil mit dem Gebet ist wirklich nicht zu spielen. Derjenige, der das Gebet unterlässt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakahu faqad kafar. Al-ahd ist wie kann man sagen auf Deutsch? Al-ahd alladhi baynana wa baynahum mir fällt gerade das Wort wieder mal nicht ein. Al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah. Man sagt auf Deutsch, dass nicht das Versprechen, der Unterschied, man kann das also hier in dem Kontext, das heißt eigentlich was anderes, aber hier in diesem Kontext, und genau, Barakallahu fik, der Unterschied, in diesem Kontext hier ist es der Unterschied. Der Unterschied zwischen uns Gläubigen und den Ungläubigen ist das Gebet, wer es unterlässt, hat Kufr begangen. Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, derjenige, der nicht betet, laysa lahu hadhun fil Islam. Er hat kein Hadh, er hat keinen Anteil am Islam. Derjenige, der nicht betet, hat gar keinen Anteil am Islam. Er hat mit dem Islam. Und so war die Meinung der meisten Sahaba, die Schüler des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und es gibt authentische Aussagen, wo sie gesagt haben, die Sahaba radiallahu anhum, wir haben keine Tat
zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, dass wenn sie jemand unterlässt, es großer Kufr ist, ja, dass er raus ist aus dem Islam, außer das Gebet, ja, außer das Gebet. Das heißt, mit dem Gebet ist wirklich nicht zu spielen. Da spielt man nicht mehr drum. Ja, du kannst Sünden machen, jeder macht Sünden. Du kannst mal hier einen Ausrutscher haben, du kannst mal hier das und jenes. Aber bloß nicht mit dem Gebet. Ja, bloß nicht mit dem Gebet, weil da spielt man wirklich mit Jahannam. Und bi isal masir, möge Allah bewahren. Ja, und deswegen liebe Geschwister, und ich, wie gesagt, ich will das nicht zu tief in die Materie gehen, aber wir müssen auf unser Gebet achten. Sehr achten, auf die Gebetszeit achten. Weil du kannst auch nicht Allah also anbeten, du bist ein Knecht, ein Sklave, ein Diener Allahs. Du kannst nicht machen, was du willst. Ja? So wie du es nicht akzeptieren würdest. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Du würdest das nicht akzeptieren, wenn Leute bei dir arbeiten, du bezahlst sie, ja? Aber die machen nicht, was du willst. Oder dein Geschäft fängt um 8 Uhr morgens an, die kommen aber um 16 Uhr. Ja? Du würdest das nicht akzeptieren. Ja? Das ist nur ein Beispiel. Ein Beispiel, um das zu verstehen. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, in der 4. Sura, Sura Tunisa, die Frauen, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Wahrlich, das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben. Du kannst nicht beten, wann du willst. Du kannst nicht machen, was du willst, wann du willst. Ja? Deswegen, du musst dann beten und beten auf die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad uns das beigebracht hat. Keine Bid'ah machen. Der Prophet Muhammad sagt im authentischen Hadith, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet so, wie ihr mich habt beten sehen. Ja? Und das ist ein Befehl. Das ist ein Befehl. Ein Befehl bedeutet, es ist Fard, Wajib zu beten, genauso wie Rasulullah s.a.w. gebetet hat. Ja? Der Prophet Muhammad s.a.w., wie hat er gelernt? Und wo hat er gelernt, wann man betet? Jibril a.s., Allah azzawaj hat zu ihm seinen Botschafter des Himmels geschickt, zu dem Botschafter auf der Erde, zu Rasulullah s.a.w., um ihm beizubringen, wann, wie man betet und wann man betet. So hat er mit ihm einen Tag 5 Gebete verrichtet, am Anfang der Zeit, wenn Salat al-Duhr, das Mittaggebet, ja, anfängt, am ersten Tag hat er mit ihm am Anfang gebetet. Zum Beispiel jetzt, sagen wir mal, 13.30 Uhr. Ja, in vielen Städten, glaube ich, in Deutschland ungefähr 13.30 Uhr. Er hat mit ihm am ersten Tag um 13.30 Uhr gebetet. Ja, das Duhr-Gebet. Und das Asr-Gebet, zum Beispiel jetzt Sommerzeit, sagen wir mal 17 Uhr, momentan vielleicht. Ja, dann hat er mit ihm Asr um 17 Uhr gebetet. Maghrib zum Beispiel um 20 Uhr oder 20.30 Uhr. Das Isha-Gebet zum Beispiel um 23 Uhr, ja, oder 22 Uhr. So, dann am zweiten Tag kam Jibril wieder zu ihm, Allah hat Jibril geschickt, ja, alayhi salam, zu Muhammad s.a.w. und dann hat mit ihm nochmal die 5 Gebete verrichtet, aber am Ende der Zeit, ja, das heißt, das Duhr-Gebet kurz vor Asr, das Asr-Gebet kurz vor Maghrib und so weiter, ja. Er hat ihm dann die Zeiten beigebracht. Du darfst beten von bis. Du musst beten. Du musst von bis beten. Ja? Du kannst nicht beten, wann du willst. Allah Azza wa Jalla, du kannst nicht mit Allah so umgehen, dass Allah Azza wa Jalla bei dir an letzter Stelle steht. Erstmal schläfst du, erstmal genießt du, erstmal isst du, erstmal chillst du rum, erstmal guckst du deinen Film, erstmal spielst du Fußball, wie du willst und arbeitest und machst alles. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala dann, wenn du vielleicht abends Zeit hast, dann betest du. Was denkst du, mit wem du es zu tun hast? Subhanallah. Ja? Glaubst du wirklich, Allah Azza wa Jalla hat deine Gebete nötig? Dass du kommst abends, packst deine 5 Gebete zusammen, machst dir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Was ist das? Ja? Yani, subhanallah. Und deswegen Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, ma qadarullaha haqqa qadri. Ma qadarullaha haqqa qadri. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِ سُبْحَانَ. Ja? Sie haben Allah Azza wa Jalla nicht so geehrt, wie es ihm gebührt. Hoch gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala. Obwohl die Himmel gefaltet werden, diese ganzen 7 Himmel, die wir sehen, dieses ganze Universum, am Tage der Auferstehung, sie werden gefaltet sein zu seiner rechten Hand. Ja? Subhanallah. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, dass wir diese Sache verstehen. Mit dem Gebet, ja, wir haben Zeiten von bis. Du hast 2 Stunden Zeit, du hast 3 Stunden Zeit, du hast 4 Stunden Zeit im Sommer, ja, die Tage sind lang. Du hast so und so viel Zeit von bis. In der Zeit musst du beten. Außer du bist wirklich entschuldigt, ja.
weil du zum Beispiel, yani, zum Beispiel es vergessen hast, komplett vergessen hast. Dann ist man entschuldigt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte. Oder du hast verschlafen, wirklich verschlafen. Ja? Nicht einfach zum Beispiel keinen Wecker stellen. Ja, morgen zum Beispiel, du hast Fajr gebetet um 4 Uhr morgens, du stellst dir gar keinen Wecker. Ja, du gehst einfach spät schlafen, stellst dir keinen Wecker, ist dir egal, stehe ich auf, kein Problem. So kannst du umgehen, wenn du kein, ja, könntest du umgehen, wenn du kein Diener wärst von Allah, wenn du kein Knecht wärst, wenn du dich selber erschaffen hättest. Aber du bist ein Machluk. Und du bist einer, ja, du bist ein Machluk, ein Marzuk. Ja, du bist einer, der erschaffen wurde und der gespeist wird, der versorgt wird, der beschützt wird. Ja? Deswegen, du bist dazu verpflichtet, das zu machen. Ja? Möge Allah uns unsere Sünden vergeben, aber das ist, liebe Geschwister, Fakt, dass wir Allah Azza wa Jal anbeten würden, müssen und dass wir das aber auch so machen müssen, wie er es will und wann er es will und nicht, wann es uns einfach, ja, wann es uns lustig ist, wann wir Lust haben oder Zeit haben. Dann, liebe Geschwister, sagte er, وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ, ja, die Zakat zu entrichten. Eine weitere Säule und eine sehr, sehr wichtige Säule im Islam, die leider, leider viele Muslime verschlafen, gleichgültig sind oder 0, nichts Ahnung davon haben. Ja? Die haben einfach keine Ahnung von Zakat. Die Leute haben gar keine Ahnung von Zakat. Sie haben nicht Ahnung, wann sie Zakat geben. Sie haben nicht Ahnung, wie viel Zakat sie geben. Sie haben nicht Ahnung, wovon sie Zakat geben und wovon nicht. Sie haben nicht Ahnung, an wen man Zakat gibt und sie haben nicht Ahnung, wie man Zakat gibt. Also wie. Ja, ich werde sehr oft gefragt, ich habe Zakat, ich schicke dir jetzt das Geld für einen Brunnen. Ich habe Zakat, ich schicke dir jetzt das Geld für dieses und jenes. Ja? Du kannst nicht Zakat geben, wem du willst. Du kannst nicht Zakat geben auf die Art und Weise, wie du willst. Einfach einen Brunnen bauen oder einfach irgendwas machen. Es gibt Regeln von Zakat. Ja? Du kannst nicht Zakat geben nach den Monaten Januar, Februar, März, ja, und mit diesen Monaten deinen Zakat zahlen. Das kannst du nicht machen. Wenn du Zakat zahlst mit Januar, Februar, März, mit den Sonnenmonaten, hast du zu wenig Zakat bezahlt. Jedes Jahr bezahlst du ungefähr 10, 11 Tage keinen Zakat, weil der Mondkalender, ja, weil der Mondkalender nicht die gleiche Anzahl an Tagen hat wie der Sonnenkalender, ja. Aber der Kalender, der bei Allah subhanahu wa ta'ala zählt, und der Kalender, der zählt, seitdem Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, ja, ist der Mondkalender. So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah At-Tawbah, die 9. Surah, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. Allah sagt im Koran, in diesem Vers, wahrlich, die Monate bei Allah sind 12. Ja, wahrlich, die Monate bei Allah sind 12. Minha, seit wann? Inna iddata shuhura inda Allah, 12 shahran, fi kitabillah, im Buch Allahs, yawma khalaqa as-samawati wal-ard, seitdem Allah Himmel und Erde erschaffen hat, gibt es 12 Tage. Ja? Bevor er uns Menschen erschaffen hat, gab es schon das Konzept und gab es schon, das Jahr hat 12 Monate. Ja? Bevor wir mit dieser Zählung angefangen haben oder darüber nachgedacht haben. Ja? Das hat Allah Azza wa Jal so bestimmt. Und dann sagte er, minha arba'atun hurum. Von diesen 12 Monaten sind 4 Monate hurum. Ja? Heilige Monate, verbotene Monate. Wortwörtlich übersetzt, verbotene Monate. Ja? Ja, diese 4 Monate da, und diese 4 Monate, die gibt es nicht. Also diese heiligen Monate, verbotenen Monate, die gibt es nicht in dem Sonnenkalender Januar, März, Januar, Februar, März, ja? Sondern im Mondkalender. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig für uns, dass wir, wenn wir bestimmte Sachen zu zahlen haben im Islam, ja, wie zum Beispiel Zakat oder andere Sachen, dass wenn wir das zählen, wir müssen das mit diesem Kalender auch zählen, ja? Oder du gibst diese 11 Tage, also rechnest du mit ein zumindest. Ansonsten hast du Zakat unterschlagen. Du hast eine Säule des Islams, ja, eine absolute Pflicht, die du erfüllen musst, hast du nicht richtig erfüllt. Ja? Und dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Weil wir lernen ja sonst alles auch im Leben. Ja? Die Leute jetzt zum Beispiel, die, keine Ahnung, ja, was auch immer im Leben erreichen wollen, die gehen studieren.
Ja, sie konzentrieren sich 3 Jahre, 6 Jahre, 10 Jahre in eine Materie, ja, und lernen dort die Bücher auswendig. Ja, sei es jetzt Medizin oder im IT-Bereich oder was auch immer. Warum? Weil sie wollen das unbedingt schaffen. Jetzt kriege ich hier einen Anruf aus Togo. ja, und dann sie wollen das unbedingt schaffen. Und deswegen schlagen sie sich in diese Materie rein und lernen Tag und Nacht dafür, damit sie ihr Ziel erreichen. Oder ein Führerschein oder irgendwas, was man im Leben erreichen will, man macht das dann. Ja? Dann kann das nicht sein, dass ein Muslim, ein Diener Allahs, der weiß, es geht jetzt hier wirklich um das Paradies, um das Höllenfeuer, dass er sagt, ja, kein Problem, geht schon, Allah ist barmherzig. Ja, Allah ist barmherzig. Aber Allah sagt im Koran immer wieder, Inna Allah ghafurun rahim, wa innahu shadidul iqab. Wa innahu shadidul iqab. Allah ist barmherzig, Allah ist allvergebend und Allah ist hart im Bestrafen. Allah ist hart im Bestrafen. Wir haben über das Höllenfeuer gesprochen. Ja, ich habe vielleicht dann darüber nicht erwähnt. Ja, ich habe vielleicht nur gesagt, es ist das Gefängnis. Ja, Jahannam, das Höllenfeuer, ist das Gefängnis für die Kriminellen. Ja, ich habe das nur so gesagt. Aber liebe Geschwister, wirklich im Höllenfeuer, in Jahannam, die Menschen dort, die bestraft werden, möge Allah uns und euch und eure Familien und alle Gläubigen davor bewahren, die Menschen dort werden in Ketten sein. Die werden festgekettet. Ja, sie werden in harten Ketten sein, in glühenden Ketten sein und sie werden festgekettet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt darüber im Koran: An dem Tag, an dem niemand so bestraft, wie Allah bestraft. Am Tage der Auferstehung. Und an dem Tag, an dem die Menschen festgekettet werden, wie keiner Leute festketten kann. Ganz brutal. Ja? Entschuldigung, also ganz, ganz, ganz brutal festgekettet werden. Es ist wirklich das Gefängnis. Ja, aber ein schlimmes Gefängnis. Für die Ewigkeit, für die Sünder, für die Kuffar, für die Mushrikun, für die Zalimin, für die Ungerechten, für die Mutakabbirin, für die Hochmütigen, die Arroganten, die Angeber. Ja? Es ist ein Gefängnis für die. Es gibt sogar andere Überlieferungen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ist es Surat al-Haqqa? Zweite Seite unten. Surat al-Haqqa. Surat al-Haqqa, zweite Seite unten. Einen Augenblick. Zweite Seite unten. Auf der rechten Seite? Ne, andere Seite. Rechte Seite? Unten. Nein, nein, das, ja genau, da unten. Genau. Thumma fi silsilatin dharuha 70 dhira'an faslukuh. Ja, die Menschen werden festgekettet und sie werden festgekettet sein fi silsila, einer Kette, einer gewaltigen Kette. Dharuha 70, ja, 70 dhira'an, sag? Ja, die hat 70 Ellenlängen. Subhanallah, ja. 70 Ellenlängen. Und es gibt Überlieferungen, liebe Geschwister, dass diese Kette, mit denen sie festgekettet werden, dass sie vom Mund, vom After reingeht und im Mund rauskommt. Ja? Ein schlimmer Zustand. Ein schlimmer Zustand. Und deswegen, man kann nicht spielen mit diesen Sachen. Man kann nicht sagen, ja. Nein, wenn du weißt, es geht wirklich um Jahannam, ja, dann zahlst du deine Zakat. Ja, Subhanallah. Yani, du zahlst, guck mal, wie Allah hat das gemacht. Was ist Zakat? Zakat ist, ja, es kommt von dem Wort Teskiya auch. Ja? Reinigung. Es ist eine Reinigung für dein Herz. Es ist eine Reinigung für dein Herz. Weil dein Herz, Allah hat uns erschaffen, in der Insana, khuliqa halu'a. Der Mensch wurde erschaffen, halu'a. Er ist gierig, er will immer mehr. Ja? Er will immer mehr, er will gerne, du gibst ihm 1 Million, er will eine zweite Million. Du gibst ihm 10.000, wenn er die 10.000, jetzt sagt er nur, boah, wenn ich 10.000 Euro hätte. Wenn er 10.000 hat, boah, der will 20 haben. Der will einfach 20 haben. Wenn er 100.000 hat, er will gerne 200.000 haben. Wenn er 1 Million hat, will er eine zweite Million. Und wenn er 1 Milliarde hat, will er eine zweite Milliarde. So ist der Mensch. Der Mensch wurde so erschaffen. Er ist gierig, er will immer mehr. Ja, Subhanallah. Aber diese Zakat ist eine Teskia, ist eine Reinigung. Eine Reinigung im Herzen,
dass du teilst, dass du nicht gierig bist, dass du nicht geizig bist. Ja? Das beinhaltet das Wort schon alleine. Ja? Es ist eine Teskir, es ist eine Reinigung, es ist eine Läuterung. Du läuterst gerade dein Herz, dein Inneres, dass du teilst, dass du an andere denkst. Ja? Und das, Allah hat dich dazu verpflichtet, ob du willst oder nicht. Wenn nicht, gibt es Strafe dafür, heftige Strafe sogar. Ja? Und es ist eine der größten Sünden im Islam, die du überhaupt machen kannst, Zakat nicht zu entrichten. Und wenn du nicht deine Zakat entrichtest, du bist ein Dieb. Du bist ein Dieb, weil diese Zakat, das ist das Recht von den armen Menschen. Das ist ihr Haq, was du ihnen wegnimmst. Ja? Allah hat es in deine Hände gegeben, um dich zu prüfen. Ja? Um dich zu prüfen. Aber es gehört nicht dir. Diese Zakat, sobald du diese Zakat entrichten musst, das heißt den Nisab und das Ja, Al-Hawl und den Nisab, also die Menge erreicht hast, wann man Zakat geben muss und das ein Jahr bei dir ist, du musst das geben, ob du willst oder nicht. Gibst du es nicht, du machst eine der allergrößten Sünden, die man im Islam machen kann. Die heftigsten Sünden, die man überhaupt macht. Schlimmer als die allermeisten Sünden, über die du dir deinen Kopf, was du dir vorstellen kannst. Zakat nicht zu entrichten, liebe Geschwister, ist schlimmer als Alkohol zu trinken und zu lügen und zu betrügen und die meisten Sünden, die du dir vorstellen kannst. Drogen zu nehmen, viel, viel schlimmer ist, Zakat nicht zu entrichten. Ja? Und es ist aber gleichzeitig eine Reinigung für dein Herz. Allah Azzawajal sagt im Koran in derselben Surah, Surah At-Tauba, Surah Nummer 9, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ بِهَا تُزَكِّيهِمْ بِهَا تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Allah sagt in diesem Vers, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ, er spricht zu Muhammad Sallam, nimm, O Muhammad, nimm von ihrem Zakat, ja, nimm von ihrem Zakat, von ihrem Geld, Sadaqatan, Sadaqa hier, weil Zakat wird auch Sadaqa genannt, Sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, womit du sie reinigst, nimm von ihnen Zakat, damit du sie reinigst und sie erziehst, ja, Erziehung und Reinigung ist da drin. Tutahhiruhum ist eine Reinigung, wa tuzakkihim ist Läuterung und Erziehung, ja, Läuterung und Erziehung ist in Zakat. Eine weitere Sache noch, du reinigst das Geld, was du besitzt. Ja? Alles, was man hat, muss man reinigen. Seine Zähne, sein Auto, sein Haus, alles. Ansonsten seine Klamotten. Ja? Hygiene. Und wir sehen heutzutage, Jani, wie wichtig Hygiene ist. Ja? Bei so einem kleinen Minivirus, den man nicht sehen kann. Ja? Wo jetzt Masken und Hygienemittel und Desinfektionsmittel einer der begehrtesten Sachen auf dieser Erde ist. Das Beste, womit du momentan Business machen kannst, ist diese Sache, nichts anderes. Ja? Und wir sehen jetzt die Wichtigkeit davon. Wichtigkeit, sein Geld, sein Herz zu reinigen. Ja? Sein Herz zu reinigen vor Geiz, vor Gier, vor Ich. Ja? Vor selbst, ja? Sich selbst zu lieben, nur das Gute für sich zu wünschen. Und da ist auch eine Reinigung von Neid. Du gönnst den anderen, gib den anderen. Ja, Allah hat dir gegeben, gib den anderen ein bisschen von dem vielen, was Allah dir gegeben hat. Du hast viel. Wenn du zakatspflichtig bist, ja, bei Gold, du bist erst dann zakatspflichtig bei Gold, wenn du ungefähr 4000 Euro Wert hast an Gold. Ja, diese ungefähr etwas über 80 Gramm, 83 Gramm ungefähr. Ja, dann bist du zakatspflichtig. Hey, wenn du 4000 Euro hast, Mann, du bist reich. Du bist reich. Es gibt Leute, es gibt erwachsene Menschen überall auf der Welt, Milliarden von Menschen, die verdienen manchmal 30, 50 Euro im Monat. Ja, 1 Euro am Tag. Du bist reich. Und manche von uns, die denken sich, jetzt vor ein paar Tagen hat mich jemand angeschrieben, da ist irgendeine Familie, die fragen, ob die Zakat geben müssen. Die haben Gold, aber dieses Gold ist nur 8000 Euro wert. Aber sie sind arm. So war die Frage. Sie sind arm, aber sie haben aber Goldbesitz 8000 Euro. Hey, ihr seid nicht arm. Arm sieht ganz anders. Arm hat keine 8000 Euro. 8000 Euro, die Mashallah, Tabarakallah. Ja? Allahumma barik. Möge Allah noch mehr geben. Aber das ist Reichtum, das ist Besitz. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist das wichtig. Es ist Reinigung für dich selbst. Es ist Reinigung für das Geld, was du hast. Ja? Du reinigst dein Geld, du reinigst dein Business, du reinigst dein Gold, du reinigst dein Konto. Es ist eine Reinigung, eine Erziehung, eine Reinigung von allem, subhanallah. Und es ist, darin ist auch das Konzept der Brüderlichkeit, der Nächstenliebe, ja, dass du an andere Leute denkst, dass du nicht einfach nur für dich immer mehr,
Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, ist das ein sehr, sehr wichtiges, eine sehr, sehr wichtige Sache. Und im Islam, wenn es islamische Gesetze gibt, ja, der islamische Herrscher, der islamische Führer, der nimmt es dir weg, auch gegen deinen Willen. Ja, so wie man kann sich das vorstellen wie bei den Steuern. Ja, das ist aber absolute Gerechtigkeit. Und das ist nur 2,5%. Stell dir mal vor, 2,5% von 1.000 Euro, 25 Euro. Ja, ich kenne einen Bruder, der hat ein Grundstück, das ist aus Medina, ein Bruder, den ich kenne. Der hat ein Grundstück in Medina gehabt und die wollten die Moschee des Propheten Mohammed vergrößern. Ja? Und da, wo sein Grundstück war, ja, das haben die gebraucht, um dort die ganze Maschinerie und die ganze Gerätschaft als Lager zu benutzen. So, die saudische Regierung hat das wertgeschätzt, ja, dass das einen Wert hat, Quadratmeter, und die haben ihm 30 Millionen Dollar gegeben. Ja, 30 Millionen Dollar für dieses Grundstück. Okay? Diese 30 Millionen Dollar, Zakat davon, sind 750.000 Euro oder 750.000 Dollar, knapp 1 Million. Ja, wenn du dir denkst, oh, wow, 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 ich muss 1 Million auf einmal abgeben, ja, ist eine Stange Geld. Aber ganz ehrlich, jemand, der 30 Millionen hat, der soll, und weil es gibt Leute, die überlegen so, boah, ja, ich habe 100.000 Euro, ich muss von 100.000 Euro, muss ich 2.500 Euro geben, 2.500, oder der hat 1 Million, von 1 Million, ich muss 25.000 Euro geben. Ja, ey Kollege, du hast 900, du hast noch immer noch die Millionen. Da fehlen nur ein paar Krümel, yani. Subhanallah. Ja, dieser Bruder, der hat 30 Millionen Dollar bekommen. Ja, wenn er, sagen wir mal, diese Kerz gibt, 750.000 Dollar, was wirklich sehr, sehr viel Geld ist. Also, mashallah, tabarak. Ich wünschte, ich hätte so eine Zakat, mit der könnte ich, mashallah, in Afrika einiges machen und bauen. Ja, mir gerade uns solche Zakat-Spender geben, mit dem, womit man dann so viel arbeiten kann und so viele schöne Sachen machen kann, ja, in diesen armen Ländern. Aber worauf ich hinaus will, ja, ey, guck doch nicht auf dieses, das, was du geben musst, ja, ey, darin ist Ibadah, darin ist dein Paradiesticket, darin ist, wie denkst du, du bist allein auf dieser Erde, was mit den anderen Menschen, du wurdest geprüft mit dem Reichtum, andere werden geprüft mit der Armut, ja, subhanallah. Aber denk doch daran, ey, du hast noch 29 Millionen, Kollege, die kannst du gar nicht ausgeben. Ja? Das nur als Beispiel, liebe Geschwister. Es gibt trotzdem Leute, und ich kenne einige Leute, die gut Geld haben, die sind dann so, wenn es um Zakat geht, hey Kollege, du hast noch 97,5%. Ja? Und du bist ein Diener von Allah und es geht hier ums Paradies. Und es ist nicht dein Haq. Allah hat es dir gegeben, aber es gehört nicht dir. Diese 2,5% gehören anderen Leuten. Ja? Und trotzdem ist der Islam, weil der Islam perfekt ist, Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, lasst Zakat nicht euer Geld auffressen, euer Vermögen auffressen. Was bedeutet das? Was sagte er? Investiert es, macht Arbeitsstellen, macht ja, die Wirtschaft ankurbeln. Somit werden dann viele Leute wiederum bekommen Arbeit etc. Der Islam ist einfach zu perfekt. Ja, zu perfekt, subhanallah. Das ganze Konzept des Islam ist einfach zu perfekt, zu menschlich, zu schön. Inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Ja, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Subhan diese schönen Hadithe vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ist schön und er liebt die Schönheit. Allah ist rein und er akzeptiert nichts als Reines. Ja, er akzeptiert nichts als Reines. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, yani, dass wir dieses Konzept, yani, der Zakat verstehen. Es ist eine Reinigung für dich, für dein Herz, für deine Nefs, für deine Mitmenschen, für deinen Besitz, für dein Business auch, ja. Und wallahi, und ich habe öfters schon Geschwister getroffen und es gibt es sogar wallahi von Nichtmuslimen, ja, von Nichtmuslimen, die sagen, dass das geprüft ist, dass das ja nie geprüft ist oder es gibt Studien darüber, dass wenn man spendet, man es zurückbekommt oder noch mehr Besitz kommt. Wallahi, ich habe das gehört, denn es gibt von Ungläubigen, Leute, die gar keinen Glauben, also sogar Atheisten, die sagen, es ist proved, ja, nee, proved, wie sagt man proved? Ja, es ist gesichert oder es ist, ja, es ist bestätigt. Es ist bestätigt, dass derjenige, der gibt, er bekommt das wieder zurück. Und ich bin einer von diesen kleinen Personen, die das schon mal erlebt haben in ihrem Leben, ja, wo man wirklich irgendwo gespendet hat, am gleichen Tag kriegst du einfach das
Doppelte, dreifache von wo du es nicht gerechnet hast. Subhanallah, auf einmal kommt irgendein Anruf. Du hast da ein paar hundert Euro gespendet, kommen da ein paar tausend Euro rein. Ja, barakallahu fikum. Ja, wo du überhaupt gar nicht darüber nachgedacht hast. Und deswegen liebe ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Ja, dass wir das verstehen. Das Konzept von Zakat. Ja, und Zakat darf man nur an bestimmte Leute geben. Ja, du kannst nicht einfach Zakat geben, wem du willst oder in welche Form du willst. Allah sagt in derselben Sura, Sura Nummer 9, Allah sagt, إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. Ja, das sind die acht Leute im Koran stehen, die in der 9. Sura, Sura Tauba, das sind die acht, die Zakats entgegennehmen dürfen. Deswegen, du kannst sie nicht einfach einem, beispielsweise einem Waisenkind geben, wenn er nicht unter diesen acht ist. Ja, wenn er nicht unter diesen acht, zu den acht gehört. Ja, wenn er nicht arm ist zum Beispiel oder ja, diese acht, die hier erwähnt werden im Koran, in dieser Sura, das sind die acht, nicht ein anderer darf sie bekommen. Ja? Und beim Gold ist es ja, so und so viel, aber bei Silber ist es eine andere Grammzahl, einen anderen Wert musst du dann schon Zakat geben, etc. Aber vielleicht werden wir, inshallah, mal darüber extra einen Vortrag machen, weil das vielleicht sehr, sehr wichtig ist, weil viele Leute wirklich sehr, sehr wenig Ahnung von Zakat haben und ihre Zakat nicht vielleicht richtig entrichten. Dann, liebe Geschwister, die zwei letzten Sachen noch, und ich versuche das inshallah ein bisschen schneller zusammenzufassen, weil sonst nehme ich auch wieder zu viel von eurer Zeit. Und ich weiß, dass es für viele sehr, sehr schwer ist, so langen Vortrag zu hören. Ich habe zwar auch gehört, dass es Geschwister gibt, die gerne auch so lange Vorträge hören, aber mir wird immer wieder oder mir wurde oft früher gesagt, hey, die Zeit ist vorbei. Ja? Die Leute haben keine Zeit für so lange Vorträge. Die wollen einfach nur 10 Minuten, 5 Minuten. Und fertig, ja. Das ist ganz kurze, knappe Ermahnung. Und ich meine, eigentlich oft ist es auch gut, ja, wenn man das gut kann, gut ja, zusammenfassen kann, in kurzen, schnellen Worten, kompakt das Wichtigste zusammenpacken kann. Aber für mich, ehrlich gesagt, ist es ein bisschen schwer. Ich rede leider einfach immer ein bisschen zu viel. Und möge Allah ja, mir die Möglichkeit geben, das besser zu machen. Wie auch immer. Dann, liebe Geschwister, die nächste Säule ist dann die Pilgerreise. Die Pilgerreise, Al-Hajj. Und Hajj ist eine Säule des Islam. Ja? Und sie ist gepackt von, gefüllt von, Jazakumullahu Khairan, von das Ausziehen für Allah, von einem Ort zu einem anderen Ort zu gehen für Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Eine Distanz hinter sich zu lassen, um Allah also zu gedenken, um Allah Lob zu preisen, um zu dem Ort zu gehen, wo alles begonnen hat. Ja, Jazakumullahu Khairan, wo alles begonnen hat und so weiter und so fort. Ja, diese Pilgerreise und definitiv ist das auch eine Ibadah. Barakallahu fikum. Ja, diese Pilgerreise, liebe Geschwister, das ist ein Jackpot für einen Muslim. Ein sowas von ein Jackpot. Und wallahi, liebe Geschwister, ich verstehe es nicht. Wallahi, ich verstehe es nicht. Ja, am Ende sage ich mir nur, okay, es ist Tawfiq von Allah. Ja. Allah gibt sein Fadl, seine Rechtleitung und seine Gnaden, wem er will. Ja, wem er will. Aber, dass man Geld hat und gesund ist und nicht seine Hajj macht, wallahi, das kommt bei mir in diese Birne nicht rein. Ja. So ein Angebot zu haben, von Allah subhanahu wa ta'ala, so eine Chance zu haben, du bist Gast und du bist nicht Gast bei irgendeinem Superstar, bei einem stinkenden YouTuber oder so. Nein, du bist dort Gast bei Allah subhanahu wa ta'ala. Du bist an dem schönsten Ort auf dieser Erde. Ja? Du bist an dem Ort, wo die Propheten sich versammelt haben und gebetet haben, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort auf diesem Boden ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Ibrahim a.s. und Musa und Ismail, die waren dort. Die haben dort gelebt, die haben dort Tawaf gemacht, die haben dort Sijda gemacht. Ja? Wahrscheinlich machst du dort auf dem gleichen Boden Sujud, wo Abu Bakr und Umar und Uthman und die Propheten Sujud gemacht haben. Hey, du, was hast du das für eine Ehre, Mann? Ja, du bist ein Superstar. Ja? Und diese Belohnung, ein paar Tage, yani die Hajj, ja, die fängt am 8. Tag von dem Monat Dhul-Hijjah an. Ja, am 8. Tag, aber der 8. Tag ist nicht Pflicht. Ist nicht Pflicht, sondern der 9. Tag, Yom Arafah, den wir dann fasten, wenn wir nicht Hajj machen. Möge Allah uns allen Hajj erlauben. Ja? Es fängt mit dem 9. Tag an. Der 9. Tag ist Arafah, den musst du da sein, weil der Prophet Muhammad sagt, Al-Hajju Arafah, die größte Säule von Hajj ist der Tag von Arafah.
Ja? Al-Hajj wa Arafah. Der neunte Tag, ein Tag. Dann der zehnte Tag ist der Yom al-Eid, Bayram. Ja? Yom al-Hajj al-Akbar, wie Allah ihn nennt, in derselben Surah übrigens. Erste Seite von der neunten Surah, Surah Tauba. Allah nennt ihn der größte Tag. Ja? Der größte Tag von Yom al-Hajj al-Akbar. Das ist der zehnte Tag von Dhul-Hijjah, ja, an dem wir Eid und Bayram feiern. Das ist der zweite Tag. Und dann gibt es Ayyam al-Tashriq, die folgenden drei Eid-Tage. Ja? Zwei davon sind Pflicht. Das heißt, liebe Geschwister, die ganze Hajj beinhaltet vier Tage. Ja? Arafah, die Pflicht, ja, die Pflichttage. Arafah und dann der Bayram-Tag, der zehnte Tag von Dhul-Hijjah. Und dann Ayyam al-Tashriq, zwei Tage, wie Allah sagt im Koran, Surat Baqarah, wer zwei Tage bleibt. So ist es okay. Wer drei Tage bleibt, ist noch besser. Ja? Und die Sünde ist da, drei Tage zu bleiben. Also wenn man die Sünde befolgt, ist die Hajj fünf Tage. Die ganze Hajj fünf Tage. Wenn man die Sünde macht und alles komplett, das komplette Paket nimmt, ja, Vollausstattung, ja, dann hat deine Hajj fünf Tage. Du investierst fünf Tage, du investierst 5.000 Euro, ja, der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, Al-Hajj al-Mabrur leysa lahu jaza illa al-Jannah. Eine gut ausgeführte Hajj hat keine andere Belohnung außer das Paradies. Es gibt keine andere Belohnung dafür. Das Paradies ist die Belohnung dafür. Für deine Hajj. Für eine gute Hajj. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte im anderen Hadith, man hajja wa lam yarfut wa lam, yani, wer Hajj macht, ohne Fehler, ohne zu lügen, ohne Sünden zu machen, ja? Ohne Sünden zu machen, ohne Schändliches zu machen, etc. Er kommt von seiner Hajj zurück, er kommt zurück von der Hajj genauso wie an dem Tag, an dem seine Mutter ihn geboren hat. Wie hat dich deine Mutter geboren? Mit Sünden? Nein, fehlerfrei, weiße Weste, 0,000 Sünden auf deinem Konto. Das heißt, du investierst fünf Tage von deinem Leben, ja? Du investierst fünf Tage, vier Tage von deinem Leben, du investierst 4.000 Euro, ja? Subhanallah. Und du hast dein Paradies hier drinne. Und du wirst erstmal alle Sünden los, die du in deinem Leben gemacht hast. Wenn du diese vier, fünf Tage ordentlich gut Hajj machst, ohne zu sündigen, ohne zu lügen und zu lästern und Schändliches zu machen. Diese paar Stunden, das sind gezählte, wie viel sind das? 72, 96 Stunden. Ja, 96 Stunden. Du musst 96 Stunden versuchst du dich zu konzentrieren. Ja, nicht lügen, nicht betrügen, nicht beleidigen, nicht fluchen. 96 Stunden, was hast du dann davon? Du kommst zurück von dort, alles, was du gemacht hast in deinem Leben, ist weg, futsch. Du bist fehlerfrei, wie deine Mutter dich gebärt hat. Was willst du noch, ey? Das ist das größte Business auf dieser Erde. Du hast davor dein Leben lang, du hast vielleicht 20, 30, 50 Jahre lang gelogen und gelästert und betrogen und getrunken und gekifft und keine Ahnung, was du alles gemacht hast. Nur Allah weiß das, was wir alles gemacht haben. Es wird dir vergeben mit diesen vier Tagen. Und dann lässt du einfach ein Jahr nach dem anderen. Du hast Geld, du hast Gesundheit, du kannst dir diese Woche frei nehmen. Ja? Du machst es einfach nicht. Und wallahi, ich kenne persönlich, sogar von meiner Familie, Leute, die haben mehrere hunderttausende Euros auf ihrem Konto. Leute, die haben Cash und die sind gesund. Und die beten vielleicht. Seit 10 Jahren, seit 20 Jahren, sie haben keine Hajj gemacht. Der eine geht nach Marokko Urlaub machen, Marrakesch, Dubai, dies, das, Miskin. Was für ein Miskin, so ein Mensch. Ja, kauft sich das neue iPhone X, iPhone Y, iPhone dies, iPhone Tablet dies, Mercedes C63, AMG, M3, M5, ja, die ganze Palette. Neuesten Möbel, ja, Glanzküche, da, wie ist das? Dunia-mäßig, mashallah, tabarakallah, wir haben es voll drauf. Ja? Wir kennen uns aus mit allen schönsten Marken, die besten Marken. Ja? Seine Boxen, Bose-Boxen oder ja? Alles. Wir kennen uns mit allem aus. Seine Couch, vielleicht Benz, ja? Besten Marken, mashallah, tabarakallah. Vielleicht ja? Poggenpol-Küche für 30.000, 50.000. Wir kennen uns damit aus. Omar radiallahu anhu, liebe Geschwister, als er der Emir al-Mu'minin war, der Führer der Gläubigen, subhanallah. Einmal hat ihm sein Khadim, der yani, bei ihm gearbeitet hat, sozusagen, ihm geholfen hat, hat ihm einen Teller mit Fleisch gebracht.
Und dann hat Amir al-Mu'min Umar radiallahu anhu, hat zu ihm gesagt: Was ist das? Er sagte: O Führer der Gläubigen, jemand hat ein Schaf geschlachtet oder so und das ist dein Anteil. Umar radiallahu anhu hat gesagt: Haben alle Gläubigen davon gegessen? Haben alle Leute von Medina dieses Fleisch zu essen bekommen? Sein Khadim sagte zu ihm: Nein, o ihr Amir al-Mu'minin, das geht nicht. Wie? Von wo? Dann sagte er zu ihm: Nimm das weg von mir. Nimm das weg von mir und bring mir mein trockenes Brot mit dem Öl. Als Führer der Gläubigen. Ja, als man ihm einmal sagte: Warum tust du dir das an? Er sagte zu denen: Es ist nicht, dass ich nicht weiß, was gutes Essen ist. Es ist nicht der Grund, dass ich nicht Ahnung habe von der Dunya. Und es war nicht der Grund, liebe Geschwister. Er hat einmal zu seinem eigenen Bauch gesprochen. Sein Bauch hat diese Geräusche gemacht, ja. Ja, auf Arabisch nennt man das Tuqarqir. Qarr, ja, Tuqarqir. Hat diese Geräusche gemacht, weil er Führer der Gläubigen, Präsident, Kanzler, ja. Der ist Nummer 1, Powerman von auf der ganzen, ja nee, der war nicht Präsident von Saudi-Arabien. Es gab ja Saudi-Arabien nicht. Er war Präsident, er war der Führer der Muslime überall auf der Welt. Ja, und zu seiner Zeit hat man die Perser platt gemacht, die Römer platt gemacht, hat man Teile Afrikas erobert, bis hin nach Asien alles erobert. Das war zu seinem Kalifat, als er der Führer war. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, al-Faruq. Sein Bauch hat diese Geräusche gemacht aus Hunger. Er hat mit seinem Bauch, mit seinem Magen gesprochen. Er sagte: Qarqiri aw la tuqarqiri. Wallahi, er sagte: Mach qarr oder mach nicht qarr. Ja, Subhanallah, schaut, yani diese, ja, er sagte, wie nennt man das auf Deutsch? Ja, wie nennt man das? So, wenn diese Geräusche kommen. Wie kann man das nennen? Nicht brummen oder, ja, wie kann man das nennen? Oh, ich merke, ich habe gar keinen Akku. Das müsste gleich irgendwann mal ausgehen, subhanallah. Ja, knurren, genau, Barakallahu fiki, knurren. Ja? Er sagte zu seinem eigenen Magen: Knurr oder knurr nicht. Wallahi, du wirst nichts zu essen bekommen, bis alle zu essen kriegen. Könnt ihr euch das vorstellen, liebe Geschwister, diese Gottesfurcht, diese Rechtschaffenheit, diese Liebe zu den Menschen, diese Liebe zu seinem Volk zu haben, diese Gerechtigkeit. Diese übertriebene, nicht normale Gerechtigkeit, übertriebene Gerechtigkeit. Er sagt: Knurr oder knurr nicht. Wallahi, du kriegst nichts zu essen, du wirst nicht gefüllt, bis alle Bäuche gefüllt sind von den Gläubigen. Er sagt: Nimm das weg von mir. Ich will das nicht. Und so haben sie gelebt und deswegen haben sie auch das verdient, was sie erreicht haben. Ja, möge Allah uns durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit einen Platz mit ihnen geben im Paradies, auch wenn wir es nicht verdient haben. Ja, Subhanallah. Radiallahu anhum ajma'in. Und dann, liebe Geschwister, und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir die Sache verstehen, ja, die Sache von Zakat al-Hajj verstehen. Nutzt diese Zeit aus. Ja? Schaut, dieses Jahr, vielleicht wollen welche Hajj gehen, aber sie dürfen nicht. Vielleicht nächstes Jahr willst du Hajj gehen, aber nächstes Jahr bist du krank oder hast kein Geld mehr. Deswegen, man muss bei Hajj sich beeilen und schnell Hajj, diese Pflicht schnell erledigen, so schnell es geht. Und das ist der schönste Urlaub, den du dir je vorstellen kannst auf dieser Erde. Wallahi, es gibt keinen schöneren Urlaub, den du machen kannst, als Gast bei Allah subhanahu wa ta'ala zu sein. Und als letztes, liebe Geschwister, Saumu Ramadan. Saumu Ramadan, diese Pflicht, also in manchen Hadith, wie ich gesagt habe, ist es als letztes aufgezählt und in manchen Hadiths vor der Hajj. Ja? Und Saumu Ramadan ist auch eine Ibadah, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, in der man sich erzieht, seine Nefs erzieht, sich, ja, dass du Chef bist, du das Sagen hast, wann gegessen wirst. Dein Magen, deine Shahwa, deine Triebe, ja, du kontrollierst sie. Du bist, ja, du kontrollierst sie, nicht sie kontrollieren dich. Nicht dein Magen und dein Geschlechts, yani, dein Dingensbereich, wie nennt man es mal? Dein Private Parts, wie nennt man Private Part auf Deutsch? Ich vergesse von einfach das Deutsche, ja?
mir fallen einfach so die leichtesten Worte oft nicht ein. Ja, du bist derjenige, der dann von Allah subhanahu wa ta'ala natürlich Bestimmung und Gesetzen selber sagst, ja, wann wird gegessen, wann wird nicht gegessen, wann gibt es Beischlaf, wann gibt es keinen Genitalbereich, Baraklaufikum, ja. Ja, wann diese Sachen vonstatten finden, ja, wann das passiert, zu bestimmten Zeiten, geregelt, dann und dann, ja. Das sagen noch Herren. Und deswegen, liebe Schwester, ist das sehr, sehr wichtig, dieses Fasten. Es bedeutet auch im Arabischen Al-Imsak, das Zurückhalten. Aber das bedeutet nicht nur das Zurückhalten von Essen und Trinken und Beischlaf. Nein, der Prophet Muhammad sagte, derjenige, der nicht unterlässt, Lügen, Falschaussage, Lästern, Allah also interessiert sein Fasten nicht. Allah hat das nicht nötig, dass du das unterlässt. Iss ruhig. Ja? Das bedeutet nicht, du sollst essen, aber die Bedeutung davon ist, dein Zurückhalten, ja, das Nicht-Essen, kannst du dir auch sparen. Ja? Warum sonst? Quasi. Du musst trotzdem fasten. Ja? Weil du bist ein Diener von Allah. Du bist nicht ein freier Mensch. Du hast dich selber erschaffen. Du versorgst dich nicht selbst. Aber was lernen wir davon? Wir lernen davon, das ist auch wiederum Erziehung, der Nefs, Erziehung, wie man lebt, was man, ja, was man, wann man isst und wie man isst und in welchen Mengen man isst und was man spricht und was man nicht spricht und was man sieht und was man nicht sieht und was man hören soll und nicht hören soll. Das ist alles ein Konzept, liebe Geschwister, der kompletten, wenn man diese Säulen, diesen Hadith verwirklicht, verinnerlicht, versteht, umsetzt, du reinigst dein Herz, deine Seele, deinen inneren Frieden, du reinigst dein Geld, deinen Besitz, du reinigst dich vor Neid, wenn du Zakat gibst, reinigst du dein Herz vor Neid, du gönnst, du bist ein Gönner und so weiter und so fort. Das heißt, ja, liebe Schwester, dieser Hadith, er bringt uns bei das ganze Konzept vom Leben, wie man ein richtiger Diener Allahs ist, wie man einen Frieden findet und Glückseligkeit im Herzen findet und Reichtum in der Brust findet, ja, ein gutes Leben hat in diesseits und im Jenseits. Und das ist der Ruf Allahs subhanahu wa ta'ala, glücklich zu sein und und den Frieden zu finden für Dunya und Akhira, für das Diesseits und das ewige Jenseits. Möge Allah uns allen Tawfiq schenken, dass wir diese Pflichten erfüllen und dass wir inshallah Hajj machen und Umrah machen. Und es gehört auch zu der Sunnah, abwechselnd Hajj und Umrah zu machen oder immer wieder Umrah zu machen, dass wir diese Möglichkeiten haben von Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir geehrt werden, dass wir inshallah diese Sachen machen und dass wir inshallah Ramadan in wenigen Tagen inshallah erleben werden und fasten und Tarawih beten zu Hause und all diese schönen Sachen machen. Inshallah, in den nächsten Tagen werden wir inshallah dann weitere Vorträge hören und einer davon wird natürlich dann auch speziell über Ramadan, inshallah Motivation über Ramadan und was alles mit um Ramadan herum. Inshallah wird dieses Thema dann behandelt. Ich wünsche euch inshallah eine gesegnete Nacht. Möge Allah euch, uns alle, eure Familien segnen, Recht leiden, vergeben und Jazakumullah khairan, hafidhakumullah. Möge Allah euch zu den Paradiesbewohnern gehören lassen. Möge Allah euch segnen, euch lieben, euch und die, die ihr liebt. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.